Ja, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Huber Media Tutorial. Heute geht es wieder mal um das Bildbearbeitungsprogramm GIMP. Dazu hatte ich bereits schon mal ein Video hochgeladen für euch. Heute geht es aber darum, wie kann ich jetzt ein großes Bild in ein kleineres hinein skalieren. Genau. Ich habe jetzt hier schon mal einmal das Bild vorbereitet in der Größe 600 mal 300, wie es jetzt für unsere Portale zum Beispiel benötigt wird, wie das Titelbild. Das geht hier über Datei neu und gebe dann hier die Breite in 600 mal 300 an. Wenn dieses Bild jetzt auch noch einen Transparent zusätzlich haben soll, dann bitte hier auf erweiterte Einstellungen gehen und hier bei Füllung dann Transparenz auswählen. In dem Fall muss es jetzt erstmal nicht transparent sein, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal die Hintergrundfarbe, die ist jetzt hier standardmäßig weiß. Okay, da habe ich jetzt hier mein neues Dokument. Das Bild, was jetzt hier als Titelbild dienen soll, das ziehe ich mir jetzt aus dem Explorer-Fenster, wie auch schon im anderen Video erklärt, einfach in dieses Dokument per Drag and Drop. So, dann kommt es jetzt hier rein und lass es los. So, jetzt ist das Bild natürlich hier in seiner ursprünglichen Pixelgröße hier eingefügt als neue Ebene. Und diese neue Ebene, die muss jetzt natürlich in dieses 600 mal 300 Bild skaliert werden. Wie geht das? Rechter Mausklick hier auf dieser Ebene, einfach rechter Mausklick, gehe dann auf Ebene und dann auf Ebene skalieren. Und hier gebe ich dann die längste Bildkante an. Das ist jetzt hier in dem Fall die 600. Mit der Tabulator-Taste springe ich da einfach weiter und dann wird dann hier im Prinzip dann die Höhe automatisch richtig berechnet für diese Ebene und gehe dann auf Skalieren und dann ist das Bild auch schön mittig dann in diesem Dokument eingefügt. Genau, und dann kann ich das auch dann wieder exportieren. GIMP muss man exportieren. Hier wird dann auch der Dateiname vorgegeben. Ich gebe Ihnen einen neuen Dateinamen. Das Kompressionsniveau, das lassen wir einfach mal so stehen, wie es ist. Genau, und fertig ist dann das Bild und dann kann man das dann auch hochladen. Dann ist das auch genau, entspricht das der vorgegebenen Größe. Genau, das war es. Wenn es dazu Fragen gibt, einfach uns kontaktieren unter support@hubermedia.de oder 09943 90 52 25. Wir helfen dann immer gerne weiter. Auf Wiederhören.